Wenn das so weitergeht, werden wir noch Millionär. Stimmt, es gibt hier nur noch Quests zum Abgeben und eine, die ich hier machen kann. Ich glaube, Geisterangelegenheiten ist noch etwas, wo es noch weitergehen wird mit Questen. Deswegen werde ich da... Ach! Ach, Wiedersehen! Was kann ich für Ehre unseren Clan. Denn ich dachte, ich sehe sie nie wieder und auf einmal stehen sie hier und verlangen was von mir. Ja, sowas gibt's natürlich auch, ne? Geister, die ihren Frieden nicht finden, ja. Davon kann ich ein Liedchen singen. Was leider nichts Cooles. Hat sie mir gerade wirklich meinen Gegner weggepult? Also witzig fand ich's nicht, ne? Und erfolglos blieb der Versuch auch. Immer dieser Hexenmeister. Ist aber auch nicht wirklich viel Anstrengung. 8 töten, 6 anzünden, das geht noch. Also im Vergleich zur Bonusmission ist das ein Pipifax. Habe ich ja schon Schlimmeres gemacht. Gut, damit werden wir das anzünden. Sollte auch mehr anzünden als töten. Ansonsten... Ah ja, hier. Perfekt. Da ist das Verhältnis gut. 1:1. Auf Wiedersehen. Ja, aber wer hätte das gedacht? Ich dachte, sie finden hier ihren Frieden und hauen ab, aber nö. Golmar Schöschrei. Das ist nicht Garrosh. Und es ist auch nicht... Es ist nicht Garrosh und es ist auch nicht Grom. Oder ist es doch? Denn den guten Garrosh haben wir dahin geschickt, wo die Sonne nicht mehr scheint. Aber wenn der Typ immer noch lebt, also sprich seine Seele keinen Frieden findet, ja, was wundert mich auch nicht bei so einem Typen. Ja, dann müssen wir nochmal für Frieden sorgen, ne? Das ist unsere Pflicht, auch wenn das unser Erzfeind ist. Das ist zu weit entfernt. Gut, damit hätten wir das fertig. Zünden wir die Kacke an. Töten wir noch einen und dann sind wir hier schon mal fertig. Werde aber nur noch nicht kämpfen. Ich spüre es, dass ich hier gegen den sowieso noch antreten muss. Mit der Quest zusammen wird das sich, glaube ich, ergeben. Bin mal gespannt. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das so sein wird. Vielleicht kann ich helfen. Braucht ihr Vorräte? Möchtet ihr vielleicht handeln? Ja, was gibt's dafür? Eine Heizkette. Die ist schlechter als meine, aber... Pass auf euch. Die Möglichkeit... Oh, Tempo im Nahkampf. Die Hoffnung besteht, dass sich das hier aufwerten würde auf episch oder auf selten. Das würde schon reichen. Na gut, zeig mal, was du drauf hast. Ihr wagt es, dem Riesentöter die Stirn zu bieten. Ich werde euch den Kopf abtrennen. Ja, mein Freund. Das Problem ist, ich hab dir schon mal den Kopf ab... oder besser gesagt, okay... Srall war das, ne? Ich habe nur zugeguckt, wie man dich erbärmlich tötet. Weniger quatschen, mehr machen, mein Freund. Du verlierst nämlich gerade. Auf Wiedersehen, Mr. Anderson. Nee. So läuft das nicht. Achso, das ist nicht Garrosh, das ist Golmash. In der Höllschrei-Familie sind alle irgendwie crazy und böse drauf, ne? Das ist scheinbar nichts Neues. Ich habe einiges im Angebot. Völker verraten, seine Allianz in Schatten stellen, ja, das kommt doch irgendwie hin. Das ist in der Familie Höllschrei irgendwie normal. Grom hat's gemacht, Garrosh hat's gemacht und scheinbar Gromma scheint's nicht anders gemacht zu haben, sonst wäre er ja nicht tot. Ne, wenn man schlau agiert, lebt man. Wenn man dumm agiert, nicht. Gut, dann gehe ich mal dahin, die Quest abgeben, flieg mich mal zu den ganzen Posten hin, gib's die ab und dann müsste das eigentlich mit der ganzen Nahgrand-Geschichte vorbei sein. Würde mich zwar interessieren, was hier so ist, ne? Vermute aber, es ist eine Schlachtzug, an dem wir teilnehmen könnten.
Was nicht mehr allzu lange ist. Also mir fehlen, wenn ich es nicht recht entsinne, waren es doch... Ja. 615 Gearscore fehlt mir noch dafür. Das ist nicht viel. Das kann man sich eben schnell zusammenbasteln. Entweder man kauft sich das im AHA. Geld genug haben wir. Oder wir gehen gleich in diesen Tanat-Dschungel. Solange bis da die Dailies anfangen. Ab da ist es irgendwie ziemlich langweilig. Möchte ja zwar auch sehen, was da jetzt nämlich abgeht. Und ja, gehen wir dann zum Tanat-Dschungel und gucken mal, ob wir da irgendwelche Sachen abstauben können. Also es ist ja wirklich nur 3 Gearscore, das 4 Gearscore, das kann nicht schwierig sein, irgendwie noch zu erreichen. Ich meine, dungeon-technisch haben wir schon alles gemacht, da gibt es nichts mehr zu tun. Außer wir würden nochmal heroisch reingehen, aber heroisch, nicht wirklich meine... Zwar könnten wir die legendäre Quest von Khadgar machen, aber es ist für mich, es ist viel zu viel Arbeit für einen Ring, der ja zwar einen guten Wert hat, aber irgendwie, nur ein Ring ist. Braucht ihr etwas? Schönen Tag auch. Gut, damit hätten wir das abgeschlossen. Jetzt müssen wir uns hier von Punkt zu Punkt wegteleportieren. Ja, den habe ich gesucht. Was kann ich für euch tun? Müssen nach Ring der Prüfung. Braucht ihr etwas? Das ist hier. Auf dann. Und dann geht es hoch weiter zum Thron der Elemente, genau. Also, wenn jetzt keine Folgequest mehr kommt, das dunkle Herz Oshoguns, ja. Das ist, ja, dann, wenn, sobald wir diese Quest abgeben, ist die, das Gebiet für uns abgeschlossen. Freue mich drauf. Das heißt, wir teleportieren uns dann erstmal wieder zu unserer Garnison, zu unserer sehr coolen Garnison. Und werden dann alles weitere mal anschauen. Es gibt Pläne. Ich habe schon Pläne gemacht. Oder besser gesagt, ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber... Oh, warte mal. Zeit ist Geld. Gladiatorenbedarf. What the fuck? Das ist nicht euer Ernst. Hä? Die Dinger kosten aber nur 50 Geld. What the fuck? Und das ist alles besser als meins. Wie sieht das aus? Das würde mich mal interessieren. Ja, man muss zugeben, ich sehe aus wie so ein Stricher, aber... Nein, eigentlich nicht. Das sieht cool. Aber warum nur... What the... Ich kann das einfach so kaufen. Und keiner sagt was. Turnierausrüstung kann nur in Kräftemessen verwendet werden. Bleibt sauber! Ach so! Alles klar. Also ich lösche mal das mal wieder. Es sind ja eh nur 50 Gold. Peanuts. Okay, das heißt, man kann das nur... Es ist so eine Art zum Kräftemessen. Schönen guten Tag. Auf dann. Ja, das hätte mich sonst gewundert, weil auf einmal ich sehe so 50 Gold. 50 Gold, alles besser als meins. Da habe ich schon für kurze Zeit dumm aus der Wäsche geguckt, weil ich dachte, geil. Scheiß auf Farben, hole ich mir einfach das ganze Zeug und dann habe ich es hinter mir. Vor allen Dingen sah das auch gar nicht mal so scheiße aus. Das sind zwei gute Dinge. Günstig und sieht nicht scheiße aus. Okay, letzte Station ist Thron der Elemente. Damit sind wir fertig. Kalter Stahl, den muss ich noch in meiner Garnison abgeben. Habe ich komplett vergessen. Ja, aber gut zu wissen, ne? Ich muss noch zwei Sachen verkaufen, die ich immer noch nicht... die ich schon seit tausenden von Jahren bei mir trage. Muss mich natürlich nach den Preisen erstmal erkundigen. Aber es sollte, glaube ich, nicht so viel sein. Ganz nett, ganz nett. Also zum Kräftemessen kann man die Dinger kaufen. Ich meine, so eine ganze Ausrüstung kostet, wenn es wirklich 50 Gold sind. Weiß nicht, wenn da Waffen... da Waffen, Ausrüstung, alles dabei ist. 500 Gold. Vielleicht, so ungefähr. Ist ja nicht wirklich viel. Okay. Das Schicksal Gottwachs, ja, der ist der... Der ist nur noch als Geister, ne? Ja, immerhin ist er da, ne? Das ist...
Ich habe nicht gesagt, wie ihr ankommt. Kommt und sprecht mit mir. Mein Volk wird Koree schmerzlich vermissen. Aber euer Mut im Angesicht des Bösen wird sie inspirieren. Kann ich dich jetzt rekrutieren? Ora Teramus. Nein, ne? Das war ja klar. Das war ja klar. Moment. Ein Dolch, der besser ist als... der ist sogar besser als meiner. Zack. Zack. Und jetzt zur Garnison. Wir sind nämlich hier fertig, oder? Ja. Mit Nagran sind wir hier fertig. Das heißt, wir haben gute Arbeit geleistet. Kann mich nur selber hier auf die Schulter klopfen. Während hier alles lädt, will ich mal kurz... Ja, genau, das wollte ich. Was gibt's hier noch? Braucht ihr Hilfe? Genau, das ist ja das. Wir haben das... Wir haben berichtet... Ist das eine Garnisonskampagne? Für die Allianz. Ja, das ist eine Garnisonskampagne. Das ist... Das will ich erstmal später machen. Ich bin auf der Suche aktuell nach einer aktuelleren Aufgabe. Ich habe das Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Ja, das ist noch die alte Quest mit Katka. Die habe ich gemacht. Die war ziemlich langweilig. Soweit. Genau, ich gehe erstmal zu Kesha und gebe mal meine Aufgabe hier ab. Oh, wer bist du? Was kann ich für euch tun? Bleibt sauber. Ja, wo ist er denn? Kesha! Kesha! Ach nee, ist er weg? Ach nee, scheiße, die spawnen jeden Tag neu. Oh, das ist natürlich scheiße. Ja, da müssen wir erstmal warten, bis der wieder am nächsten Tag wieder da ist. Das ist, ja, super geil. Habe ich nicht damit gerechnet. Bin ich ganz ehrlich. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Oh, 2 Gearscore fehlen uns noch. Das ist schon mal guter Voraussetzung. Alles klar, fangen wir erstmal hier an. Das hast du nicht geschafft. Wie sieht's mit euch aus? 91%ige Wahrscheinlichkeit. Das kann man nicht verkacken, sagen wir es mal so. Ebenfalls hier 91. Das müsste zu machen sein. Ja. Man sieht noch, meine Garnison ist noch sehr frisch. Werde ich gleich nur die Besten der Besten an die ganzen Aufgaben setzen. Muss ich ja leider trainieren. Ich meine, wenn ich jetzt diese Schuhe haben will, die besser sind als meine, nebenbei gesagt, dann muss ich mich anstrengen. Okay, es regnet nochmal hier Erfahrungspunkte. Oh Mann, meine sind aber echt schlecht. Also ich muss da wirklich mal aufpassen. Bin gespannt, ob das irgendwie möglich ist. Ich meine, mit meinen Latros glaube ich schon, dass das hier irgendwie... So, hier. Tyler kann daran. Das war's. Der Rest ist noch nicht stark genug. Das ist natürlich krass. Ja, das bedeutet sehr viel Leveln und die Quest lassen wir erstmal aus. Den Schwächsten schicke ich mal hier hin. Da hat der hundertprozentig was. Mene, Mu, da nehme ich dich. Hier, das müsste doch zu machen sein. Oh, scheiße, das ist aber... Ja, komm. Es war eine Hose, die ich gar nicht mehr gebrauchen kann. Warte mal, kann ich dich durch jemand anderes ersetzen? Vielleicht Tyler Boy? Ja, Tyler Boy ist gut, Tyler Boy ist perfekt. Was haben wir hier? Das müsste auch zu machen sein. Schicke ich dich hier ran. Wer will hier freiwillig? Da kann keiner. Was haben wir hier noch? Ja, ich nehme nicht die billige. Ich will schon etwas mehr Würze. Das schafft sie nicht. Hier müsste das aber einer schaffen. Hier, dann nehme ich dich. Perfekt für die Aufgabe. Dann haben wir hier noch ein paar Exemplare. Ja! Hier, da gehst du direkt ran und du kannst ihm Gesellschaft leisten. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Hier kann keiner was machen. Wie sieht's hier aus? Hier kann keiner was... Ja, aber Moment mal. Wenn ich hier die 3 stärksten Leute ransetze, das sollte doch zu machen sein. Hier haben wir auch niemanden. Ja,
Dann werde ich jetzt blind einfach Leute zuteilen. Entweder er schafft's oder er schafft es nicht, ist mir eigentlich recht, Wayne.